Verbesserungsvorschläge für ESO Live, lore-relevantes zu den Ruinen von Mazatun und eine Elder Scrolls App? Das alles und mehr jetzt in Elder Scrolls Weekly. Und damit auch herzlich willkommen zu Elder Scrolls Weekly, eurer wöchentlichen Dosis Elder Scrolls. Ja, ich betone es gerne nochmal. Scrolls. Da hast du's, Kommentarschreiber. Aber darum soll es jetzt gar nicht weiter gehen. Die Person, die das geschrieben hat, wird wahrscheinlich wissen, was ich meine. Ich möchte jetzt viel eher über die News reden, die ich mir gerade noch zusammengesammelt habe. Denn wenn man ein bisschen sucht, findet man durchaus die ein oder andere, auch wenn scheinbar gerade eine gewisse Sommerflaute herrscht. Ist den Entwicklern und entsprechenden Leuten bei ZeniMax nicht zu verübeln, wenn es über 30 Grad draußen sind und man eigentlich nicht hinter einem Mikrofon / an der Tastatur sitzen will, sondern stattdessen lieber im Freibad sein würde. Aber wie gesagt, es gibt die ein oder andere News und im Teaser ganz am Anfang des Videos habt ihr ja auch schon gehört, um was es dabei ungefähr gehen könnte. Das erste davon sind nämlich Verbesserungsvorschläge, die ZeniMax gerne haben möchte, zu ihrem Livestream-Format ESO Live. Das ist für alle, die es nicht kennen, ein Format, bei dem sie auf Twitch, ich weiß gar nicht wie lange streamen, eine Stunde oder anderthalb Stunden, und das eben jede Woche, oder zumindest fast jede Woche, und mittlerweile haben sie es auf fast 40 Folgen damit geschafft. Darin sind unter anderem Interviews mit verschiedenen Entwicklern zu verschiedenen Themen, eine meiner größten Newsquellen normalerweise, dann auch noch das Zeigen von Community Creations, englischsprachigen, und eine Preview zu zukünftigen Content gibt es auch oft und hin und wieder ein paar Lore-Geschichten von dem guten Herrn Lawrence. Und da jetzt mittlerweile schon fast 40 Folgen um sind und sie in Zukunft gerne scheinbar mehr davon machen wollen, wollen sie in einem Forum Thread einfach noch ein paar mehr Verbesserungsvorschläge sammeln. Heißt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, dann könnt ihr sie dort einfach posten. Ich muss gestehen, ich habe dieses Format noch nie gesehen, weil es meistens zu für mich recht ungünstigen Uhrzeiten kommt, aber hey, es scheinen genügend Leute zu gucken, dass sie schon über 40 Folgen davon gemacht haben und grundsätzlich halte ich das für eine sehr gute Idee, sich die Mühe zu machen, eine Live-Show so oft anzubieten. Und die bisherigen Vorschläge im Forum sind auch recht interessant, sie möchten unter anderem da zum Beispiel irgendwelche Minispiele dabei haben, zum Beispiel etwas wie Suche den Entwickler, wenn zum Beispiel ein neues Gebiet in einem neuen DLC vorgestellt wird, könnte man das ja ganz gut einbringen, so eine Art von Minispiel oder auch ähnliche oder andere, dann vielleicht so etwas wie eine Art festes Lore-Segment mit dem eben genannten Lawrence, den Herrn mit dem sehr auffälligen Bartwuchs, und was auch noch genannt wurde, war so etwas wie zum Beispiel monatliche Wettbewerbe zu veranstalten oder auch wöchentliche, um sich zum Beispiel Kronen dazu verdienen. Man muss dazu sagen, nach dem, was ich gehört habe, gibt es bereits solche Sachen wie Giveaways, wo zum Beispiel T-Shirts oder auch Plüschsachen, Plüschschlammkrabben oder Poster weitergegeben werden. Also Plüschschlammkrabben Punkt oder etwa Poster, keine Plüschposter, wobei das auch eine coole Idee wäre. Wenn ihr welche habt, macht mal Plüschposter. Und sie möchten eben noch weitere Ideen. Wenn ihr also irgendwas habt, findet ihr einen Link zu dem Forum-Post in der Videobeschreibung. Es ist allerdings auf Englisch, mit Deutschen werdet ihr da wahrscheinlich nicht sonderlich viel weiterkommen. Ebenfalls ein offizieller Post, dieses Mal allerdings nicht im Forum, sondern tatsächlich ein News-Beitrag auf der offiziellen Seite. Einer von zweien diese Woche beschäftigt sich mit einem Auszug aus einem Gespräch mit dem im Ruhestand befindlichen dunkelelfischen Archäologen Drendisa Vedran. So, jetzt habe ich es aber. Ziemlich komplizierter Name, unglaublich langer Titel. Aber worum es dabei geht, ist, dass sich ein Architekt zur Architektur des neuen Dungeons, den Ruinen von Mazatun, äußert. Sehr interessant zu lesen, muss ich sagen, auch wenn ich grundsätzlich diese In-Character-Post normalerweise nicht besonders mag, aber der hier war wirklich interessant zu lesen, weil der Archäologe mit dem sehr unaussprechlichen Namen eine sehr interessante Persönlichkeit hat. Und da möchte ich euch mal einen kleinen Auszug daraus vorlesen, so als kleinen Teaser. Nichts in Mazatun ergibt Sinn. Es ist ein Durcheinander. Verworrener Gänge, zufällige Alkoven und hunderter Sackgassen. Verwitterte Treppen führen direkt in Decken. Es gibt Mauern, die behauen wurden, damit sie wie Türen aussehen, und Türen, die wie so lieber Fels gearbeitet sind. Es gibt winzige Fenster in Räumen, die zu klein sind, um sie zu betreten. Und überall Leichen. Ausgetrocknete Skelette, die von herabfallenden Steinarbeiten zerschlagen wurden oder einfach in Räumen ohne Türen zum Verhungern gelassen wurden. So in etwa könnt ihr euch den Text dauerhaft vorstellen. Wie gesagt, sehr lesenswert. Nicht nur, weil es so irgendwelche Informationen herausgibt über den neuen Dungeon, sondern vielmehr über die Art und Weise, wie das Ganze geschrieben wurde. Der andere offizielle Post bezog sich auf das Kostümefärben, das neue Feature, was es demnächst mit dem kostenlosen kostenlosen Update zum DLC geben wird.
Allerdings macht es herzlich wenig Sinn, das Ganze jetzt hier zu besprechen, denn ich habe ja bereits am Mittwoch dazu ein kleines Video veröffentlicht, in dem ich das Ganze zeige. Daher, wenn ihr euch dafür interessiert, entweder auf der offiziellen Seite den Beitrag lesen oder, noch viel sinnvoller, schaut euch einfach mein Video an. Da erfahrt ihr auch alles Wichtige und seht auch noch einiges von dem Einfärben. Eine dritte News habe ich allerdings noch und dieses Mal stammt sie wieder aus dem Forum. Das Forum ist manchmal sehr, sehr aufschlussreich und sehr interessant, muss ich sagen. Kann ich euch daher nur empfehlen, auch mal da vorbeizuschauen. Und da wurde dann die Idee eingebracht, eine Elder Scrolls App zu machen im Stile von einem Elder Scrolls Go. Sprich, also andersrum, sagen wir mal so, Pokémon Go ist ja aktuell eine riesengroße Sache, da kommt ja quasi keiner drum herum. Wenn ich auf der Arbeit sitze, höre ich auch irgendwie ein oder zweimal in der Stunde irgendwelche Nachrichten von Pokémon Go, zuletzt Datenschutz etc. Und wenn man durch die Städte läuft, sieht man lauter Leute, die vor einem Laternenpfahl rennen, weil sie zu sehr auf ihr Shigi im Handy gucken. Ich gehöre nicht zu diesen Menschen, da mein Smartphone leider ein Windows Phone ist, was ja ohnehin eingestellt wird und ich fühle mich fast wie ein Ausgestoßener mittlerweile in der Gesellschaft. Harte Zeiten. Auf jeden Fall geht es in dieser App dann darum, das Ganze einem Elder Scrolls Thema unterzuordnen und dann zum Beispiel keine Pokémon zu sammeln, sondern zum Beispiel Crafting-Materialien. Natürlich optimalerweise in Anbindung an tatsächliche Spiele. An Skyrim wahrscheinlich weniger, aber an Elder Scrolls Online in dem Fall, weil es ja auch eine Diskussion war im offiziellen TESO-Forum. Ansonsten könnte man noch so Sachen einbinden, das sind jetzt alles Ideen, die daraus sind, die ich da übernehme, Drachen finden, dass sie zum Beispiel durch die Luft fliegen, dass man im Handy einfach nur so eine Vibration hat oder einen Ton hört. Noch cooler, wenn plötzlich irgendwo man in einem Café sitzt und dann kommt da so ein Drachenruf. Das stelle ich mir interessant vor. Und dann kann man auf seinem Handy rumgucken, mit der Kamera einen im Himmel suchen, stelle ich mir interessant vor. Schlammkrabben, natürlich, überall müssen Schlammkrabben sein. Man muss sagen, Bethesda ist ja mittlerweile durchaus dazu geneigt, dass die funktionierende und erfolgreiche Spielkonzepte nehmen und daraus was Eigenes machen, siehe Elder Scrolls Legends, wo man leider aktuell relativ wenig drüber hört, was ich immer noch für ein sehr gutes Spiel halte, worüber man durch die NDA halt überhaupt nicht reden darf. Aber gut, da kommt wahrscheinlich demnächst noch irgendwas. Und was ich mir als App vielleicht auch noch vorstellen könnte, sind solche Sachen wie Kämpfe einbinden. Wir hatten ja schon die Schlammkrabbe. Wenn sie auf dem Tisch sitzt, warum nicht vielleicht Kämpfe? Man kann ja ganz simple Sachen machen, wie durch links, rechts swipen, irgendwas oder ganz einfach coolere Sachen und darüber möchte ich jetzt mit euch auch mal diskutieren. Grundsätzlich nicht nur über die Frage, was man an Pokémon Go oder Elder Scrolls Go machen könnte, sondern generell, was für eine Art von Elder Scrolls App ihr euch wünschen würdet oder ja, was für eine App ihr gerne in einem Testuniversum sehen würdet. Ich stelle mir zum Beispiel, wenn man weiterhin bei der Idee mit Go bleibt, interessant vor, zum Beispiel Diebstähle zu machen, dass irgendwo in der Welt virtuelle Gegenstände halt herumstehen und man die dann unentdeckt stehlen muss. Dann hat man irgendwie einen Detektionsradius, wenn zu viele, die ebenfalls gerade diese App haben, in der Nähe sind, dass dann der Detektionsradius zu hoch ist, dass man entdeckt wird beispielsweise. Oder was auch interessant wäre, so eine Art dunkle Bruderschaft, das sprich, Leute, die diese App haben und angemeldet sind gerade, haben untereinander irgendwelche Zielmarkierungen oder irgendwelche Punkte, zu denen sie gelangen müssen, als in einem bestimmten Zeitrahmen und da vielleicht Sachen abholen. Stelle ich mir interessant vor, solche Sachen damit zu machen. Und Augmented Reality ist ja eines der großen Themen, die in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch sehr viel größer werden, neben der Virtual Reality. Aber ich bevorzuge aktuell die Augmented Reality, was vielleicht einfach daran liegt, dass ich Brillenträger bin und dann ohnehin einen unheimlichen Vorteil darin hätte. Aber solche Sachen kann ich mir sehr cool vorstellen. Oder, ja, wie gesagt, irgendeine Art von Go-Variante. Was würdet ihr da gerne haben? Eine App im Elder Scrolls-Universum. Seid aber mal kreativ. Ich weiß, das ist eine sehr schwierige Frage und bin da mal sehr gespannt, ob da eine vernünftige oder ob da vernünftige Beiträge bei rauskommen, ob ihr vernünftige Ideen dafür habt. Und nein, wer einen Elder Scrolls 6 Countdown vorschlägt, den muss ich leider direkt bannen. Ja, so etwas wird es nie geben, denn wie wir wissen, ist das Spiel noch nicht mehr in der Entwicklung. Ja, wie komme ich von diesem traurigen Thema zu einem vernünftigen? Denn ich möchte auch über die Sachen aus der letzten Woche natürlich mit euch reden, denn sonst macht es ja keinen Sinn, solche Diskussionen überhaupt zu starten. Denn ich hatte euch gefragt, was ihr von der Gold Edition haltet, also der Gold Edition, ist ja auch der deutsche Name davon. Denn ich finde sie ziemlich gut und möchte daher mal wissen, was ihr darüber denkt. Grundsätzlich hatte ich dazu gesagt, ich finde sie gut, weil es für neue Spieler eine sehr gute Sache ist und für Leute, die noch gar kein DLC haben. Das Rechenbeispiel hatten wir in der letzten Woche aufgestellt, dass das sinnvoll wäre dann, oder zumindest kosteneffektiv, aber dass man vielleicht ein Upgrade dazu einbauen sollte für Spieler, die das Grundspiel bereits haben und nur die DLCs haben wollen. Und da wollte ich eben davon wissen, was ihr darüber denkt, und das schauen wir uns jetzt einmal kurz an. Beginnend mit dem Kommentar von Otaku of Mine. Und ja, dieses Mal kann ich auch den richtigen Kommentar einblenden. Tut mir wirklich leid für das letzte Mal. War keine Absicht. Sie schreibt: Ja, war eigentlich klar, dass sowas wie die Gold-Edition kommt.
Schlimm finde ich das nun nicht. Würde es aber auch nicht richtig finden, wenn etwa die DLC-Sammlung als Upgrade folgt oder wenigstens ein Rabatt auf diese wäre durchaus an der Zeit. Auch wenn ich persönlich fast alle habe. Würde mir dann allerdings doch Kaiserstadt noch dazuhören, einfach weil ich ein Fan davon bin. Generell muss der Kronenshop auch mal Rabattaktionen anbieten und wenn es nur an bestimmten Tagen oder mit 200 Kronen ist, würde dem Image gut tun. Oder sogar eine Art Summer Sale? Bisher, und ich muss wirklich gestehen, ich habe dazu nichts finden können, aber ich meine, dass es bereits einen Sale einmal gab, beziehungsweise eine Rabattaktion, und zwar während des Jubiläums, das wir hatten, das zweijährige Jubiläum. Ich meine, dass es da eine Rabattaktion gab, also jetzt im Spiel tatsächlich, im Kronenshop in-game. Wir hatten ja auch unter der letzten Woche eine Rabattaktion auf Kronen, tatsächlich im PlayStation 4 Store. Habe ich jetzt hier nicht explizit angesprochen, weil die bereits Anfang der Woche ausgelaufen ist, diese Aktion. War wirklich nur eine sehr kurzfristige Aktion. Aber ja, Sachen, die im Spiel sind und da irgendwelche Rabattaktionen anbieten, fände ich ebenfalls super. Gerade jetzt, wo sich immer mehr kosmetische Sachen demnächst ins Spiel werfen werden und auch da die wöchentlich wechselnden Farbpakete mit dabei sein werden, fände ich Rabattaktionen ebenfalls super. Und würde mir sie wirklich sehr wünschen, dass man das mal macht. Ist ja auch aus geschäftlicher Sicht nicht doof, so etwas zu machen und mal schauen, vielleicht kommt ZeniMax ja auch auf die Idee, dass das nicht das Schlechteste wäre. Eine weitere Idee, wie man das Ganze angehen könnte, kommt von Niklas Grundmann. Man könnte doch so etwas wie einen Warenkorb einführen, wo die Spieler einfach die DLCs bzw. die Items reinpacken und dann mit einer bestimmten Prozentzahl Rabatt, mit einer gewissen Rabattanzahl, je mehr man kauft. So, Entschuldigung. Außerdem finde ich die Idee der Gold Edition ganz gut, da sozusagen die Imperial Edition, welche mittlerweile meines Erachtens nach sehr überteuert ist, ersetzt. Allerdings hat es auch einen negativen Effekt für die Spieler, welche die DLCs bereits gekauft haben, denn die könnten sich verarscht fühlen, da sie so viel bezahlen mussten und andere im Nachhinein nicht. Grundsätzlich die Idee eines Warenkorbes finde ich auch super, können wir gerne unterschreiben. Für 2 DLCs kriegst du so und so viel Prozent, für 3 DLCs kriegst du so und so viel Prozent Rabatt auf den nächsten. Warum nicht? Kann man gerne machen. Finde ich ganz gut, auch wenn mir der Summer Sale dann doch besser gefallen würde. Gerade weil einem die Sonne hier selbst durch die geschlossenen Jalousien ganz schön auf den Rücken brennt. Ansonsten, ich weiß nicht ganz, was der Aspekt bedeuten soll mit der Imperial Edition. Klar, die Imperial Edition ist eine teurere Version, aber ich würde sie deswegen nicht mit der Gold Edition gleichsetzen. Denn bei der Imperial Edition war es ja lediglich so, dass man eine zusätzliche Rasse bekommt und die ist in der Gold Edition nicht enthalten. Das muss man unterscheiden. Bei der Gold Edition sind die 4 DLCs dabei. Bei der Imperial Edition wird man nur die Kaiserlichen dabei haben und deren Rüstungsstil und solche Sachen. Aber wenn man jetzt die Gold Edition kauft, muss man trotzdem noch das Upgrade zur Imperial Edition kaufen, wenn man die Kaiserlichen spielen will. Daher die beiden bitte nicht vertauschen, die haben nichts miteinander zu tun. Der letzte Aspekt, den finde ich wieder sehr wichtig und da möchte ich mal ein bisschen für Klarheit sorgen. Oder zumindest versuchen aufzuklären, denn ja, natürlich wird es Leute geben, die sich vielleicht verarscht davon fühlen, weil sie sagen, okay, ich habe das von Anfang an gekauft, als es rauskam und habe da viel mehr Geld bezahlt, als die jetzt nachziehen. Aber wir zahlen im Endeffekt bei solchen Sachen dafür, dass wir das Privileg haben, als Erster es zu spielen. Das ist ja auch genau der Grund, warum es Pre-Order-Boni gibt beispielsweise. Das ist der Grund, warum man auch schon eigentlich bei jedem Spiel das macht, wenn du zum Beispiel eine World of Warcraft Expansion kaufst, aber erst 3 Jahre nach allen anderen, dann wird sie erheblich günstiger sein. Dafür hast du natürlich den Nachteil, dass du 3 Jahre darauf warten musstest. Also müssten Spieler viel länger auf den Content warten und dafür zahlen sie weniger. Du zahlst also mehr, weil du das als Erster bekommst. So funktionieren die ganzen Sachen dahinter und so funktioniert das auch in jedem anderen Spiel. Der letzte Kommentar, den ich mir hier rausgesucht hatte, geht ebenfalls in eine etwas andere Richtung und der kommt von Dr. Limbo. Sicherlich wäre eine Upgrade-Version wünschenswert. Allerdings, warum nicht einfach ESO Plus holen? Man kann ja jedes DLC in einem Monat durchspielen. Und bitte nicht vergessen, die Gold-Edition richtet sich an neue Spieler. Seit 22.06.2016 wissen wir, wird Teso auch in Japan gelauncht. Ein riesiger Gamermarkt mit vielen potenziellen neuen Spielern. Da sind 60 Euro, beziehungsweise XY Yen, ja ich kann es auch nicht im Kopf umrechnen, eben ein konkurrenzfähiger Preis zu anderen MMORPGs. Dass die Version überall erscheint, ist klar, denke nur, der Zeitpunkt ist an den Japan-Release gekoppelt. Da bin ich mir nicht so sicher. Klar macht es Sinn, dass gerade jetzt, wenn das auf einem neuen Markt wie Japan und ich kenne mich mit dem japanischen Markt ehrlich gesagt nicht so sehr aus, aber ich glaube, dass MMOs da auch ganz gut funktionieren werden, gerade weil ja auch die ganzen östlichen MMOs so langsam in den Westen rüberschwappen
Und da macht es natürlich Sinn, dass man eben eine solche Gold-Edition direkt vom Start weg anbietet. Allerdings ist das, wie du schon schreibst, am 22.06., also ungefähr vor einem Monat, rausgekommen. Und soweit ich weiß, gibt es die Gold Edition noch nicht zu kaufen. Zumindest zum aktuellen Zeitpunkt, wo ich das jetzt am Mittwochabend aufnehme. Daher ist das vielleicht eine Überlegung, die da mit reinspielt, die man auf jeden Fall im Hinterkopf behalten sollte, wenn man Gold Edition angeht. Aber ich glaube nicht, dass das der ausschlagende Grund dafür ist. Ich glaube eher, dass man darüber tatsächlich andere Spieler auch im westlichen Markt hereinziehen will. Aber wie gesagt, sehr gute Idee ansonsten und ja, sehr wichtiger Hinweis, Japan. Und damit bin ich dann auch am Ende von einer Ausgabe, wo ich vor ungefähr einer Stunde noch dachte, ich würde überhaupt keine News haben, die ich vorstellen kann, aber dann zum Glück die ein oder andere gefunden habe, die hoffentlich auch einigermaßen interessant war. Danke ich zumindest. Ich würde mich freuen, wenn ihr euch bei der neuen Diskussion beteiligt, denn ich finde die Idee sehr spannend. Ich weiß allerdings auch, dass das sehr schwierig ist, da vielleicht neue Ideen zu finden. Vielleicht habt ihr ja irgendwas. Schauen wir einfach mal. Ich verlasse mich da auf euch. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.